Das ist einfach genial, das macht so viel Spaß. Was man da in einer Stunde erlebt, das muss man einfach mitmachen, sowas, gigantisch. Woodstock ist der Beweis, dass die Blasmusik weiterlebt. Das ist wirklich der Hammer. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man noch nie da gewesen ist. Und wenn man dann so über das Festivalgelände schweift, dann sieht man lauter junge Leute. Von daher, ja, Blasmusik ist zurzeit wirklich im Trend. Ja, wir haben die komplette Palette an Holz- und Blechblasinstrumenten unserer 10 Marken dabei. Man kann alles bei uns ausprobieren. Wir freuen uns über jeden Musiker, der uns hier in der Zeltstadt besucht. Die Musiker sind da, die Leute sind da, die Bands sind da, alle sind gut drauf. Das Wetter ist gut, wir sind in Österreich, auch als Schweizer ein Highlight. Sogar Schlachtruf, Egerländer, Egerländer, Hutter, Hutter gerufen. Und das war für uns natürlich, ja, sowas erlebt man nirgendwo außer hier bei diesem Festival, wo die Leute auf besondere Art und Weise drauf sind und wir mittendrin. Hinter uns mit ja, fast 8000 Personen, die gemeinsam musiziert haben. Total friedliche Stimmung, gemütliche, familiäre Atmosphäre, also ganz großartig. Das ist natürlich schon richtig erstaunlich und überwältigend, das zu sehen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns. Und es freut mich sehr, dass wir mit B&S und mit der Buffet Campon Group hier heute sein dürfen, um die App vorzustellen, die sie entwickelt haben, Urban Play. Das Besondere ist, dass er super Play-Along liefert wird und dass man das Urban Play kostenlos mal runterladen kann. Und das ist wirklich für jeden Anfänger bis Profi geeignet. Hier oben hat es ungefähr 50 Grad und es wird nicht kälter werden. Untertags oder eigentlich den ganzen Tag über irgendwo im Gelände, kann verschiedene Gruppen anschauen und ja, übernachtet wird halt, wie es damals bei Woodstock war, in den Zelten oder halt bei den Campingbussen.